Der 20. Juli 2019. 75. Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Ausgeführt von Graf Stauffenberg und den Anhängern des deutschen Widerstandes. Das Attentat und die anschließende Operation Walküre scheiterten. Stauffenberg und viele andere bezahlten dafür mit ihrem Leben. Unsterblich bleibt aber das Andenken an jenen patriotischen Widerstand gegen den nationalsozialistischen Staatsterror. Für die junge Freiheit seit jeher ein ganz besonderes Datum der deutschen Geschichte. Wir widmen uns ja schon seit Jahren diesem Erinnern des Widerstands und wir haben früher schon Sonderbeilagen in der Zeitung gemacht. Also wir haben jedes Jahr ist das ein wichtiges Datum, an das wir erinnern wollen. Und hier haben wir das erste Mal einen Weg gewählt, ein richtig eigenes Magazin herauszubringen. Dieses Magazin liegt für die Abonnenten der Zeitung bei, aber wir versuchen auch erstmals, dieses Magazin am Kiosk extra zu verkaufen zur Zeitung. Und es gibt einiges an diesem historischen Ereignis, was besondere Würdigung verdient, da es in Vergessenheit geriet oder absichtlich verdrängt wurde. Deutschland im Juli 1944. Einige Wochen zuvor waren alliierte Truppen in der Normandie gelandet. Die Ostfront lag noch wirklich im Osten. Die schlimmsten Kriegsmonate standen noch bevor. Dennoch hatte sich längst eine Widerstandsbewegung gegen das NS-Regime formiert. Vor allem in der Wehrmacht. Hier waren Offiziere insbesondere tätig, die nach ihren ethischen Maßstäben irgendwann nicht mehr bereit waren, die Verbrechen dieses Regimes mitzutragen und deshalb bereit waren, diese Tat zu planen. Und es war in dieser Armee möglich, eine sehr große Zahl von Leuten eben ins Vertrauen zu ziehen. Also wenn diese Armee wirklich vollkommen in den Händen der Partei gewesen wäre und vollkommen gleichgeschaltet, dann hätte es diese Verschwörung gar nicht geben können. Auch das ist das Überraschende vielleicht für Leute, die sich ein einfaches Bild, also insbesondere auch von der Armee im Dritten Reich machen. Am 20. Juli 1944 ist es soweit. Es geschieht hier, in der Nähe von Rastenburg in Ostpreußen. Im heutigen Polen. Diese Ruinen sind Überreste eines militärischen Lagezentrums der Wehrmacht, gleichwohl eines der Führerhauptquartiere während des Zweiten Weltkrieges. Besser bekannt unter dem Tarnnamen Wolfsschanze. Hier deponierte Stauffenberg während einer Lagebesprechung einen Sprengsatz in der Nähe des Diktators. Gegen 12.42 Uhr detoniert die Bombe. 4 Personen werden dadurch getötet. Doch Adolf Hitler überlebt. Der versuchte Staatsstreich unter dem Codenamen Walküre scheitert. Noch in der Nacht zum 21. Juli hatte sich Hitler von der Wolfsschanze aus an die Öffentlichkeit gewandt, sagte: Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtsführung auszurotten. Eine Darstellung, die auch im Sinne manch eines heutigen Geschichtsschreibers zu sein scheint. Doch dass es mitnichten nur eine kleine Clique war, zeigt diese Grafik im JF-Sonderheft, in dem es dementsprechend auch nicht nur um Stauffenberg selbst geht, sondern ebenso um seine Mitstreiter und Gleichgesinnten, ihre Motive, Überzeugungen und politischen Ideale. Ja, der 20. Juli ist für manche ein Ärgernis oder sperrig, weil man sehen muss, dass die handelnden Personen als Patrioten gehandelt haben. Einige der jüngeren Darstellungen auch des deutschen Fernsehens blenden das fast weitgehend aus. Ja, also da entsteht der Eindruck, die Leute werden ausschließlich wegen eines Aufstandes des Gewissens und wegen der Menschenrechte oder Ähnlichem in den Widerstand gegangen. Das ist ein wichtiges Motiv, aber eben dieses patriotische Motiv, das ist in unserer aktuellen Zeit offenbar sperrig und für einige schwer vermittelbar. Patrioten gegen Hitler. Das passt nicht wirklich in den heutigen Zeitgeist. Oder wie Konrad Adam über die progressiven Tugendwächter schreibt, die unter den deutschen Historikern gegenwärtig obenauf sind. Über die Akten gebeugt, beurteilen sie eine ihnen fremd gewordene Vergangenheit nach den Maßstäben der Gegenwart und sind irritiert, wenn die eine zu der anderen nicht passt. Um selbst etwas größer dazustehen, versuchen sie sich in der Kunst des nachgeholten Widerstandes und senken den Daumen. Vorbilder sind anstrengend und deshalb nicht erwünscht. Am Wesentlichen sehen sie konsequent vorbei. Die Suche nach dem Wesentlichen.
Im Sonderheft der Jungen Freiheit führt sie auch zu der kontrafaktischen Frage: Wie hätten sich die Dinge eigentlich entwickelt, wenn der Aufstand gegen das NS-Regime gelungen wäre? Ja, also auch darüber wird lebhaft gestritten. Ein wichtiger Punkt wäre gewesen, es wäre wahrscheinlich uns erspart gewesen, die schlimmen letzten Kriegsmonate, bei denen ja die Hälfte der zivilen Opfer zu beklagen sind. Natürlich wäre die Judenvernichtung gestoppt worden. Ja. Auf der anderen Seite, und das war auch das Dilemma und das Tragische für die Widerstandskämpfer, ist, dass die Alliierten deutlich gemacht haben, dass sie nicht mit ihnen kooperieren wollen. Denn man sah in diesen tragenden Schichten und Personen im Grunde genommen ebenfalls Gegner. Es gibt sogar ja Äußerungen nach dem 20. Juli, als die Widerstandskämpfer verurteilt und hingerichtet worden sind, dass Hitler den Alliierten die Arbeit abgenommen hat, diese Kaste eben preußischer Offiziere zu beseitigen. Und das ist das Vertrackte, dass also letztendlich das Kriegsziel der Alliierten nicht die Beseitigung allein der Regierung Hitler war, sondern die Niederwerfung Deutschlands und die Aufteilung Deutschlands. Ob das nun von Hitler geführt wird oder von einer vernünftigen anderen Regierung. So oder so. Der Versuch, die NS-Diktatur von innen heraus zu stoppen, scheiterte. Und die Widerständler zahlten einen hohen Preis, mitunter den höchsten. In Schauprozessen wie diesem wurden zahlreiche Verschwörer zum Tode verurteilt, ihre Familienmitglieder in Sippenhaft genommen. Auch tausende unbeteiligte Oppositionelle gerieten in den Folgemonaten ins Visier der NS-Justiz. Graf Stauffenberg selbst wurde noch in der Nacht des 20. Juli verhaftet, zusammen mit drei Mitstreitern standesrechtlich zum Tode verurteilt und an Ort und Stelle exekutiert. Seine mutmaßlich letzten Worte lauteten: Es lebe das heilige Deutschland. Ja, also die Worte stammen natürlich auch aus einer Zeit. Auch die Haltung der handelnden Person muss man aus der damaligen Zeit immer verstehen. Kann sie also auch nicht, man kann die Umstände nie ausblenden. Worte, die nicht nur etwas über die damalige Zeit sagen, sondern im Umkehrschluss auch viel über die heutige. Eine Gegenwart, in der solche Worte genauso wie die patriotische Überzeugung der Widerständler gerne mit den Verbrechen jener Nationalsozialisten gleichgesetzt werden, gegen die sich der Widerstand richtete. Umso wichtiger also, endlich ein würdiges Gedenken anzustreben. Genau dazu laden wir mit diesem Sonderheft ein. Und nicht nur damit. Ja, es gibt ganz interessant, also so junge Modemacher, die haben T-Shirts produziert mit dem Konterfei von Stauffenberg. Und ich finde, das ist also eine durchaus angemessene, schöne Sache für junge Leute, die sich gerne damit identifizieren wollen. Ich glaube, es ist wichtig, junge Leute suchen nach Identifikation. Und dazu wird meiner Meinung nach viel zu wenig angeboten. Es gibt die Sehnsucht, sich zu seiner Gemeinschaft, zu seiner Nation zu bekennen. Und dann fragen junge Menschen, wer sind denn ihre Vorbilder? Und das ist gerade im Kontrast natürlich zu diesem Tiefpunkt der deutschen Geschichte, das Dritte Reich. Ohne Zweifel ist es wichtig zu sehen, wer ragt denn da heraus? Ja, und natürlich Stauffenberg und die Männer des Widerstandes, die ragen da heraus und sind die richtigen Personen, mit denen man sich identifizieren kann. Das Sonderheft der Jungen Freiheit über diese wahren Helden der deutschen Geschichte finden Sie am Kiosk oder unter jf-buchdienst.de. Und ein JF-Aktionsabo zum Jahrestag mit einer Prämie Ihrer Wahl finden Sie unter jf.de/stauffenberg75. JF TV, ein Angebot der Jungen Freiheit, Ihrer Wochenzeitung für Debatte.